geht. Schöne Grüße hier von der Gamescom. Willkommen zu einem neuen Video, heute zum zweiten Tag der Gamescom. Heute ist Samstag, wir sind heute echt später unterwegs. Wir wollen heute nicht so viel auf der Gamescom machen, sondern eher durch Köln laufen. Wie viel später haben wir es jetzt? Halb eins? Da vorne steht eine Uhr, 13:32. Wo steht die Uhrzeit? Da, bei der Anzeige. Das sind 3 Stunden, wie lange ich aufnehmen kann. Oh, nicht auf der Kamera, bei dem Zug da. Ach so, 13:32. Sag das doch, ich gucke auf meine Kamera, denke mir so, hä, bitte was? Ja, es ist 13:32, also wir fahren jetzt, wir sind dann so kurz nach 15 Uhr in Köln, 2 Stunden Zug fahren. Aber das wussten wir, also eigentlich wollten wir 1 Stunde eher fahren, aber wir haben es ein bisschen nicht so viel Stress machen wollen, deswegen sind wir 1 Stunde später gefahren. Und ging auch gestern ganz schön lange. Ja, wir waren, glaube ich, also ich bin irgendwann weggeratzt, ich habe die dann mit meinem Schnarchen unterhalten. Ich glaube, ich war bis 3:30 und ihr wart bis 4 wach ungefähr, ne? Na, 3:30. Komm, also ich glaube, ich bin um 3:30 eingepennt. Und war auch wirklich fertig. Mir haben die Füße wehgetan. Jetzt geht's gerade wieder auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Tag, vor allem nachher in Köln. Wir waren ja gestern bei Men's Burger und das war mega geil, Leute. Und heute Abend, mal schauen, heute Abend eventuell zu Burgerlich oder halt mal schauen, weil Lukas hat uns, also Tutorial Center, hat uns der Men's Burger empfohlen. Vielleicht empfiehlt er uns heute wieder irgendwas Geiles. Ich glaube, dann gehen wir auch dahin, weil das Men's Burger haben wir nicht bereut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns natürlich auf der Gamescom, also bis gleich. Ja, Leute, wir sind auf der Gamescom und wir sind natürlich bei Mottin. Ich bin der Partner, falls ihr noch nicht wusstet. Ja, und ich würde sagen, wir nehmen euch heute noch ein bisschen mit. Ich filme nicht in eine andere Richtung, aber hier in die Richtung Film ist in Ordnung. Und ja, richtig geil. Ich habe das gesehen, lesen auf Twitter, habe gedacht, so, da gehe ich nachher mal hin und schaue. Und das ist der Meet Me. Den habt ihr bestimmt in meinem Twitch-Chat schon ein paar Mal gesehen. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht gefilmt, weil andauernd richtig laut Musik war und ich habe echt keinen Bock, Probleme mit der GEMA zu kriegen. Und ja, wir haben jetzt gerade ein paar Kollegen noch getroffen. Und zwar der K.O. aus meinem Bauteam, der war auch vorhin unter dem Red Bull-Zelt. Der Krefkas ist dabei. Hallo, ich bin der Krefkas, ich bin auch dabei. Und ja, wen haben wir denn alles getroffen? Weiß, Zinus, Early Boy. Josh wieder, dann das ganze Mod-Team halt. Ich habe ja vorhin kurz gefilmt. Richtig geil. Der Meepy, der ist jetzt nicht mehr dabei. Den haben wir jetzt zurückgelassen. Aber mit dem treffen wir uns morgen nochmal. Natürlich in aller Ruhe. Und hier ist übrigens nicht so viel Musik. Hier kriegen wir keinen Stress. Deswegen fühle mich jetzt, wie gesagt, erst. Und es ist schon wieder richtig geil. Vor allen Dingen, mir kommt es teilweise so vor, als ob heute weniger los wäre als gestern. Obwohl es ja nicht so ist. Obwohl heute ja mehr los ist. Aber die sind halt alle jetzt in den Hallen und hier, guck mal, wie viel Platz jetzt gerade ist, weil die jetzt alle gerade wirklich in den Hallen sitzen und zocken wollen, anstatt rumzurennen und zu gucken. Weil das machen viele dann erst, die schauen erst und an einem Samstag gehen sie dann überall hin, wo sie hin wollten. Das merkt man sofort, weil guck mal, wie geil, wie man hier langlaufen kann, so hui, hui und kein Status. Das passt einfach, das ist halt mega geil und ja, ich weiß nicht, was ich heute noch filmen werde, also heute werde ich es ein bisschen kürzer halten. So lange redet auch. Ja! Es geht. Schöne Grüße hier von der Gamescom. Ja, Leute, wir sind aus der Gamescom rausgegangen. Heute machen wir extra nicht so lange, morgen wieder. Und guckt euch das an. Schön Seifenblasen. Richtig geil. Gestern haben wir schon einen gesehen und der wurde vom Ordnungsamt weggenommen. Ich hab die Technik. Das ist so, vor allem, das ist nicht schlimm, das ist eine Bereicherung, das ist was Schönes. So ist das, ja. Das sind 2 Mädels, die freuen sich mega. Hallo! Wollt ihr vielleicht 2 Bändchen haben? Und wir sind jetzt gerade wieder auf dem Weg zur Hohenzollernbrücke, um den lieben Lukas von Tutorial Center zu treffen. Noch Tutorial Center. Also irgendwie. Ach, keine Ahnung, Leute. Wir treffen uns da auf jeden Fall vorne und gehen dann nochmal zusammen, schön was schnacken, also schön was essen. Und dann noch ein bisschen durch Köln tigern. Mal schauen, was wir heute noch so sehen und erleben. Ich würde sagen, wir sehen uns.
Ich sag's. YouTube Deutschland. Oh Leute. Gerade so viel Scheiße gelabert, ja. Und was habe ich gemacht? Timelapse aufgenommen, ohne Ton. Der Springbrunnen ist drauf. Ja. Auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, die Vlogs bestehen ja nur aus Scheiße labern irgendwie, ja, heute. Also die Gamescom-Vlogs. Achso, auch nur Scheiße? Okay. Ja. Oh, jetzt wird's laut. Ach ja, aber die Leute sind hier alle gut drauf, ne? Ja, also sind alle hart besoffen, das ist ja alles. Wenn ich jetzt durch Braunschweig gehen würde, die würden nur gucken, boah, was macht denn mit der Uhr so? Und hier so, machen sie so mit und so. Ja, aber das Geile ist ja auch, durch unsere Männchen sind wir auch dazu. Also egal, was da draufsteht, der kann auf Uhren so draufstehen. Aber Männchen ist schon so. Weil man irgendwo ja. Naja, auf jeden Fall, Leute, was ich sagen wollte. Ich nehme noch auf, was ich sagen wollte, ja. Ich laber zwar so viel Scheiße, aber nächstes Jahr mal schauen, wie es nächstes Jahr auf der Gamescom aussieht. Ich mache das immer. Ich mache Mund auf Blatt. Aber was ihr sicherlich gemerkt habt, dass ich mittlerweile beim Schneiden immer besser werde. Ich meine, mittlerweile, guck mal, ich mache eine Timelapse, bevor ich anfange zu reden, wo eingeblendet wird, was gerade passiert. So wie das Longboard-Video, was nachts war. Ich blende das mal gerne ein. Hier Infokarte, hier wo das i ist. Einfach mal draufklicken. Und da habe ich ja auch am Anfang gemacht, wo da steht nachts im Wolfenbüttel und so bla bla bla, wo ich Hallo gesagt habe. Und ja, und die Sonne knallt so ins Gesicht, ne? Halleluja. Aber ich finde schön, dass es nicht regnet. Weil eigentlich war ja Regen heute angesagt. Mal schauen, wie es heute Abend aussieht. Wir sind jetzt hier gerade auf der Straße bei Bürgerlich. Da hinten ist Bürgerlich und hier ist die Gamescom-Bühne mitten in der Stadt. Richtig geil, ihr seht ihn nicht wegen dem Weitwinkel. Und da sind noch hier Havanna Club und ganz viele Leute und sowas. Und wir wollen da vorne natürlich essen gehen bei Bürgerlich. Da hinten ist auch noch Frippenberg in der Straße. Da wollte ich heute Abend ja mit Josh noch hin. Und da, das ist ein Kannibale, der isst uns jetzt heute alle auf dem Burger. Also ich bin da nicht mehr da. Aber Bürgerlich scheint voll zu sein auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Aber es scheint richtig gut voll zu sein. Als Bürgerlich ist ein sehr guter Laden hier auf jeden Fall und sehr beliebt. Aber richtig geil, wie. Das ist Street Food. Street Food ist das hier, glaube ich. Können wir essen? Ja, Leute. Das ist. Street Food. Street Food. Street Food, Street Food. Alter, Leute. Street Food, richtig geil. Guckt euch das an. Aber wir gehen heute trotzdem zu Bürgerlich. Wir müssen gucken. Aber auch drin wird alles voll sein. Oh ja. Guckt euch das an. Alles ist voll, Leute. Ist noch Platz drin? Leute, wir sind jetzt bei Bürgerlich und die Musik ist mega laut und die haben dort einen eigenen DJ und wir haben jetzt so Karten bekommen und hier sind so Tablets und auf den kann man mega geil bestellen, Leute, es ist so ein geiler Laden. Von das wisst ihr, was das Witzigste war, Leute? Das war bei uns allen. Wir kommen so hin und wir sagen sowas frei, so er guckt an uns runter, sieht so die YouTube-Gamescom-Dinger und die Bändchen hier überall und sofort, ja, warte, wir machen das Platz. Das ist richtig lustig gewesen auf jeden Fall. Man nimmt da auch wieder eine Schlingel. Und wir haben uns jetzt, ich habe mir jetzt einen Krautburger bestellt mit Pommes und, Alter, guck dir das an. Self-made Zitroneneistee. Guck mal, der sieht nicht so komisch braun aus wie der Eistee, den man kaufen kann. Und der riecht geil, oder? Du schmeckst richtig den schwarzen Tee raus, Alter. Mega geil, ich liebe das. Ohne Witz, Leute, wir werden das jetzt schön genüssig essen. Und ja, ihr seht jetzt gleich hier ein Foto eingeblendet und wenn nicht, guckt ihr auf Instagram. Also macht's gut. Wow! Also Leute, wir sind aus Bürgerlich draußen, Alter, ohne Witz. Der Laden war echt gut. Es war so lecker. Also sehr ich muss ehrlich sagen, also ich kann jetzt mich auch nicht entscheiden zwischen Menz und Bürgerlich und ich fand beide gut. Es waren beide geil, ja. Es waren beide geil. Atmosphäre legendär. Ja, legendär. Ja, das war Legen, gleich kommt es. Der. Legen. Nee, ohne Witz. Der. Das war proppevoll. Was ich halt wirklich richtig Hammer fand. Es war auch gemein, aber ich fand es richtig Hammer.
wir wurden fast abgewimmelt. Ja, und kaum sehen die so die Kameras und die Sachen, so Gamescom und alles Bändchen aufs Gucken und haben dann zwei Leute weggescheucht. Es war ein bisschen fies für die zwei Leute, aber die saßen da schon etwas länger und haben eben drum, die mussten gequatscht. Und ohne Witz, jetzt sind wir hier bei Frittenwerk und gucken, ob der Josh hier irgendwas, weil wir wollten uns hier nämlich mit der ganzen Truppe treffen. Aber auf jeden Fall, Leute, wenn ihr mal in Köln seid, geht auf jeden Fall zu Bürgerlich. Ja. Oder in Hamburg gibt es die auch. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, irgendwann in Braunschweig, weil ich schreibe denen echt eine Mail und schreibe, sie sollen nach Braunschweig kommen. Ja, vor allem nach Rostock, obwohl in Rostock haben wir schon einen Burgerladen. Ne, und so, jetzt sind wir ja schon hier. Ja, hier, das ist Frittenwerk. Weil die anderen schon weitergehen. Wir ja, keine Ahnung. Wir wollten uns kursieren stellen, damit wir nicht da hinten ohne gehen. So, wenn wir Josh gefunden haben, dann nehmen wir weiter auf, Leute. Kann sein, dass er ansteht oder sitzt. Ich gehe jetzt mal ans Fenster und schau mal. Also, nachdem wir bürgerlich waren, waren wir noch eine schöne Shisha rauchen. Und jetzt sind wir ganz schnell auf dem Weg, um uns mit dem Multi zu treffen. Denn heute Abend werden wir eventuell auf eine, in Klammern, exklusive Party gehen. Ich werde dort größtwahrscheinlich nicht filmen. Ich weiß es nicht, aber ich gehe jetzt bitte mal nicht davon aus. Ihr werdet es auch in der Videolänge sehen. Entweder, nachdem ich Tschüss gesagt habe, geht es noch ein paar Minuten weiter oder nicht. Oder ich mache es in einem extra Video. Ihr werdet es dann aber noch sehen. Oder so, oder so, oder so, oder so, oder so. Ne, auf jeden Fall war mal ein richtig schöner Tag. Ich freue mich schon auf morgen. Letzter Tag Gamescom. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen Spiele abgreifen können oder was auch immer. Oder einfach generell noch mal ein bisschen Kontakte knüpfen mit Firmen, wo man vielleicht mal eine Grafikkarte gesponsert bekommen, etc. Und auf jeden Fall endlich mal ein bisschen was zocken. Richtig, endlich morgen Mafia 3 versuchen zu spielen. Auf jeden Fall, falls es das schon gewesen sein sollte, wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Abend und wir sehen uns natürlich morgen zum nächsten Video. Und ja, macht's gut. Ciao.